Mit Pages ist es kinderleicht, Dateien von einem externen Server auf das iPad runterzuladen, beziehungsweise Dateien, die hier entstanden sind, auf einen externen Server hochzuladen. Allerdings ist die Wahl der Dienste etwas beschränkt. Effektiv steht uns nur WebDAV zur Verfügung, iDisk existiert gar nicht mehr und iTunes synchronisiert die Dateien einfach mit dem persönlichen Computer. Und hier wollen wir ja eben einen externen Dienst für den Austausch von Dateien nutzen. Also, du wählst WebDAV und gibst die Angaben des WebDAV-Servers, die du bekommen hast, ein. Und klickst auf Anmelden. Und nun kannst du dich durch deine Ordnerstruktur hindurch bewegen. Nehmen wir an, ich muss eine Datei aus unserem Austauschordner holen, beispielsweise diesen Steckbrief. Der liegt im Word-Format vor, das lässt sich aber problemlos mit Pages öffnen und bearbeiten. Schon habe ich ihn hier und kann ihn bearbeiten. Anschließend gehe ich wieder zurück zu meiner Dokumentenübersicht, klicke auf Bearbeiten, wähle eine oder auch mehrere Dateien wäre möglich aus und lade sie hoch, wieder per WebDAV. Hier kann ich das Format auswählen, nehmen wir an, es ist PDF verlangt, wenn es nicht mehr überarbeitet werden muss. Und ich lege es zurück in den Austauschordner, nun in den Ordner meines Namens. Nehmen wir an, ich bin Christoph. Ich wähle Kopieren und schon ist diese PDF-Datei wieder auf dem Server.